Hallo, der bekannte Dr. Med. Rüdiger Dahlke, sozusagen bringt einige Informationen, einmal Impfungen, da gäbe es neue Studien, Impfungen schwächen angeblich das Immunsystem für andere Erreger. Also das heißt, eine Medizin, die auf irgendwelchen Formen von Toxinen fußt oder wie bei Impfungen, da gibt es ja auch ganz eine ganze Menge stoffliche Beimengungen oder auch so, schwächt natürlich den Organismus, schwächt die gesamte Abwehrkräfte und macht ihn dann anfällig für andere Erreger. Das ist mal interessant, dass das also mal endlich bewiesen wurde und offen gezeigt wurde, ja. Das heißt also, wenn man Pech hat, ist man gegen einen Erregerstamm geimpft und ist dafür dann umso schwächer für einen mutierten Erregerstamm. Ja, und ist dann umso anfälliger. Ja. So, so viel zum Thema. Warum verhält sich die Medizin anders und warum predigt sie uns ihren, also immer wieder ganz kurz, hier ist der Schamane oder Arzt, der die Wahrheit uns sagt und sagt, nee, es ist eigentlich so, man sollte gar nichts in seinen Körper reinlassen, außer sauberes Wasser, gesunde, kerngesundes Obst und Gemüse und Pflanzen und so weiter und ganz viel Bewegung und Sport, dann hat man ein maximal starkes Immunsystem und alles andere braucht man nicht. Ja? Und Kinder müssen möglichst früh im Dreck spielen, damit sie natürlich geimpft werden gegen alle möglichen Erreger. Und was damit nicht zurechtkommt, ist von der Evolution ja gar nicht bestimmt für das Leben auf diesem Planeten sozusagen. So, und aber der richtig verdient und der verdient nicht viel, weil er den Leuten die Wahrheit sagt. Und der irrt sich, entwickelt irgendeine Irrtumsfantasie. Und diese Irrtumsfantasie beinhaltet, nein, der Mensch, es ist die Frage, wie das Leben die letzten 3.500 Milliarden Jahre auf der Erde überhaupt überlebt hat. Eigentlich hätten doch an jedem Einzeller hätte doch eine Spritze hängen müssen, irgendein medizinischer Arzt und so weiter, an jeder Amöbe und an jeder Maus und an jeder Ratte und an jedem kleinen Äffchen. Da ist es eigentlich ist doch erstaunlich, wieso hat das Leben überlebt, wo wir doch keine Medikamente gespritzt haben und keine Impfungen gespritzt haben und so weiter. Unmöglich. Also das ist ja eigentlich unmöglich. Eigentlich dürften diese ganzen Lebewesen alle nicht da sein. Wie haben sie das Millionen Jahre überlebt? Ohne die moderne Schulmedizin. Unglaublich. Ne? Der Mensch kann nicht ohne, der muss von Geburt ab und so weiter, da muss geimpft werden, dann am besten schon im Mutterleib operiert werden und dann muss behandelt werden und so weiter. Und wer solch eine Philosophie vom Leben hat, sozusagen, der verkauft eben auch richtig gut Medikamente, Operationen, Behandlungen, verdient richtig gut, kann viele Kinder ernähren und deswegen hat sich eine solche Philosophie als gewinnbringende Irrtumsphilosophie ausgebreitet und hat eben dazu geführt, dass wir jetzt dann eben, dass niemand mehr irgendwie offen ist für die Information, dass vielleicht Impfen generell mehr schädigt als nützt. Also auf jeden Fall ist das ja jetzt die Aussage von der Studie gewesen, die Dr. Rüdiger Dahlke berichtete. Ja. So, dann wie geht's weiter? Dann berichtet er noch, dass ein ehemaliger SPD-Abgeordneter, ungefähr so ein Dr. Wolfgang Wodak oder so wie ähnlich, ja, der habe also berichtet und gesagt, hätte es das Testgeschäft mit dem Coronavirus
nicht gegeben, sozusagen das Medizin-Panik-Geschäftsförderungsmodell nicht gegeben, hätte niemand etwas gemerkt. Die Sterbezahlen seien unterdurchschnittlich tief diesen Winter. Also wenn man einfach nicht über Corona gesprochen hätte, man nicht gerade wieder ein, auch jetzt kommt wieder die Sache hier. So, diese Art von Arzt im Rahmen der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, die er uns sogar in die Verfassung hinein diktieren möchte und vorschreiben möchte mit seiner bürgerlichen Revolution, in der sozusagen in dieser freien sozialen Marktwirtschaft, die uns allen immer schwersten Schaden zugefügt hat und uns noch weit jeden Tag schlimmeren Schaden zufügt, innerhalb derer ist es so, also dieser Arzt zum Beispiel, der glaubt, ja, wir sollten nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen, ja, es ist eben so, dass das irgendwann, wenn die Leute sich krankmachend ernähren und krankmachenden Bewegungsmangel haben und also vom Lebensstil alles tun, um ihr Immunsystem zu schwächen, dann ist es klar, dass die auch mal an was sterben können. So, also müssen wir die ganze Medizin machen, dass wir den Leuten alle Hilfestellung geben, dass wir einen gesundheitsförderlichen Lebensstil haben und deswegen dann bis maximal 127 Jahre alt werden können, gesund alt werden können, weil sie ein vitales, starkes Immunsystem haben. Und dann hier, aber der verdient nicht viel und so weiter, weil er seine Patienten in die Gesundheit entlässt und dadurch hat er wenig Kundschaft in der sozialen Marktwirtschaft, in der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Und dadurch ist er nicht wettbewerbsfähig, weil er nicht genug verdient. Er kann nicht genügend, kann keine teuren Mieten bezahlen, kann das teure Personal nicht bezahlen. Während der hier, der sich irrt, also der einen Irrtum entwickelt hat, nämlich so, nee, ist besser aus jeder Mücke, also jede Sache ganz ernst zu nehmen und dann eben sozusagen, ja, also sofort Tests zu entwickeln für jede Kleinigkeit, die kann man dann schön verkaufen, das bringt Einnahmen und dann auch noch Impfungen zu entwickeln bei jeder Kleinigkeit, das bringt dann auch wieder tolle Einnahmen für alle Beteiligten. Ja? Und wer also nicht sowas denkt, sondern also einfach nur denkt, oh ja, das ist alles, oh, ist das gefährlich, das Coronavirus, oh, ist das gefährlich und ah, da müssen wir sofort Impfungen und Tests und. Und das sagt jetzt dieser ehemalige SPD-Abgeordnete, die Sterbezahlen in diesem Winter sind unternormal. Also es sterben weniger Menschen als in jedem anderen verfluchten Winter der letzten Zeit, so ungefähr. Ja. Und aber das heißt also, hätte es sozusagen diese Tendenzen zum Testgeschäft und Impfgeschäft zu machen nicht gegeben, hätte niemand was gemerkt, dass überhaupt was los wäre. Ja, und stattdessen ruinieren wir unsere ganze Volkswirtschaft, denn ich weiß nicht, was das alles kostet, was jetzt alles stillsteht, was das alles für Kosten und Verluste sind, die ja auch nicht wieder zurückkommen. Ja. Also man ruiniert die gesamte europäische Volkswirtschaft und in der ganzen Welt ruinieren sich manche Volkswirtschaften einfach nur, weil eben unsere frei sozial marktwirtschaftliche Medizinindustrie, also wo alles schief läuft, was nur schief laufen kann und gegen die Welt und gegen Menschen, die ruiniert uns jetzt noch zusätzlich volkswirtschaftlich, was sie ja sowieso schon jeden Tag tut. Jeden Tag verlieren wir ja 1 Milliarde Euro. An diese dysfunktionale Form der frei sozial marktwirtschaftlichen Medizin, die ja Dr. Markus Krall noch freier, noch mehr befreien und noch marktwirtschaftlicher gestalten will, also noch mehr Geschäft mit der Krankheit wieder zulassen. Ja, also das so viel zur Corona-Abzocke. Ne?
die Wohlfühlnoten-Wahlstimme strafft alles zum Guten. Also jetzt, bezieht sich jetzt wohl hier auf das Lösungsmodell der zweiten Scientists for Future 2. Ja, die haben das ein bisschen, hier ist ein bisschen geändert worden. Also die abgekürzt die Wohlfühlstimme, damit man nicht immer sagen muss, die Wohlfühlnote oder die Wohlfühlnotenwahlstimme. Und die Sicherheitsgefühlnote oder die Sicherheitsgefühlnotenwahlstimme heißt es dann jetzt ganz kurz als Vorschlag offensichtlich Wohlfühlstimme. Und ich habe gerade meine Wohlfühlstimme abgegeben, meine Sicherheitsstimme beim Bundeswahlleiter abgegeben. Ja. Und ja, die würde alles straffen. Ja, ja, also stellen wir uns vor, sozusagen, wenn ein Mensch zum Beispiel ist Kunde einer bestimmten Zeitung. Er hat also eine bestimmte Zeitung abonniert. Und dann wird also der Bundeswahlleiter beim Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden zusammen mit den statistischen Landesämtern und so weiter, da wird dann einfach ausgewertet, aha, wie entwickeln sich denn die Leser dieser Zeitung gesundheitlich und von dem Wohlfühlnotenwahl, von den Wohlfühlstimmen her, ja? Hier abgekürzt Wohlfühlstimme, ja? Wie entwickeln sich denn die Kunden? Und dann wird das veröffentlicht und dann kann jeder sehen, ob das eine Zeitung ist, die den Menschen hilft, ein gesünderes, glücklicheres, längeres Leben zu führen oder das Gegenteil. Und dadurch wird der Journalismus ganz neu denken, er wird sich ständig damit interessieren, Verbesserungsideen in die Medien reinzubringen. Auch jeder Fernsehsender wird genauso untersucht. Ja. Es wird einfach geguckt, wer häufig ARD-Tagesschau schaut und und die Leute, die eher häufiger ZDF heute schauen. Und dann wird geguckt, welche der beiden Sendungen, die Gruppen, die Tagesschau vorziehen, ob die sich gesünder entwickeln und glücklicher und länger leben als die heute schauen. Und dadurch wird ein Wettbewerb entstehen, dass also sozusagen die sozusagen die Sendungen jeweils das Maximum dafür tun, den Menschen zu helfen, glücklicher und gesünder zu leben und dafür entsprechend, ja, oder auch dann wird geguckt, ob in der ARD oder im ZDF mehr sozusagen Sendungen für neue Lösungsmodelle für die Gesellschaft, die am Ende die Menschen glücklicher machen, sozusagen gebracht werden und es ist eben nicht entscheidend, wie viele Sendungen jeder Sender macht, sondern was das für eine Auswirkung auf die Zuschauer hat, die diese Sender bevorzugen, ja? Und ja, und so wird man dann, wird durch alles ein Ruck gehen, der berühmte Ruck durch Deutschland gehen, allein durch die Wohlfühlstimme, zusammen mit den Gesundheitsdaten und so weiter. Also strafft alles zum Guten, also Parteien und auch die Medien. Also wir werden, also all das Klagen, das wir jetzt haben über die Medien und so weiter, und über die Parteien und so weiter, das hört alles auf, sobald es die Wohlfühlstimme gibt. Ja? Weil alles wird ausgewertet. Alles, wo Menschen arbeiten, also auch Parteien, Medien und so weiter, alles wird in Bezug gesetzt zu den Veränderungen, die das bei den Kunden auslöst. Und dann sieht man, was uns gut tut und was uns hilft und was uns eher schadet. Ne? Ja, so viel. Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, was gibt's da Neues? Ja, also er sagt, wie Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden, sei ein Punkt, der ja in die Gemeinwohlbilanz eingeführt wird. Was hat das für Folgen? Er meint damit, werden Entscheidungen im Unternehmen demokratisch getroffen
Oder ist der, hat die, das Hauptgewicht, hört sich der Unternehmer die Empfehlung oder die Verbesserungsvorschläge seiner Mitarbeiter an, entscheidet aber letztendlich selber, ja? Und ich glaube, er sozusagen die Gemeinwohlbilanz würde quasi den belohnen, der demokratische Entscheidungen bevorzugt. Aber ist das wirklich effizient? Also ist sozusagen hier der Unternehmer, hier ist der Unternehmer, wäre der Unternehmer, der alles demokratisch im Unternehmen entscheiden lässt, und hier ist der Unternehmer, der eventuell zwar gerne und ständig die Mitarbeiter auffordert, Verbesserungsvorschläge im Unternehmen zu machen, aber letztendlich die Entscheidung selber trifft oder immer den Ausschlag gibt oder also letztendlich dann die Entscheidung selber trifft. Und jetzt ist halt die Frage, wie ist das? Also das, da müsste es jetzt mal vielleicht Studien zu geben, aber ich würde vermuten, dass der Unternehmer deutlich intelligenter da sein dürfte. Wo ist es? Hier deutlich der Unternehmer wahrscheinlich am ehesten hier zu diesem Bereich von der Intelligenz, von der Klugheit und so weiter gehören dürfte und dadurch bessere Entscheidungen trifft, als wenn jetzt zum Beispiel 20 Mitarbeiter aus diesem Bereich, die durchschnittlich, also deren durchschnittliche Intelligenz vielleicht hier im Gesellschaftsdurchschnitt liegt, wenn die eine Entscheidung treffen, dann wird diese Entscheidung auch auf diesem Intelligenzlevel wahrscheinlich liegen, während der Unternehmer eine Entscheidung auf diesem Level vielleicht gefällt hätte, ja, der Erkenntnis und der Einsicht und des Vernünftigen und so weiter. Also das heißt, es könnte sein, dass auch hier wieder die Gemeinwohlbilanz quasi letztendlich dazu führen würde, dass sozusagen, dass die demokratischen Unternehmen als ineffizienter aussterben und im Wettbewerb verlieren und irgendwann schließen müssen, während die, wo letztendlich der Unternehmer am Ende die Entscheidung selber trifft, sozusagen, dass das die höher qualitativen Entscheidungen sind, denn er nutzt ja auch, wenn er gut ist als Unternehmer, das Brainstorming seiner Mitarbeiter, aber entscheidet am Ende selber, ne? So dass die Entscheidung höherwertiger ist als die demokratische Entscheidung einer Masse, ne? Ja, also diese Frage müsste geklärt werden, aber ich habe den Verdacht, dass das also Felbers Gemeinwohlökonomie unsere Wirtschaft einfach nur, die europäische Wirtschaft einfach nur schädigen würde, schwerstwiegend, ja. Und dann auch der Satz, wie verteilt wird, das bedeutet also einmal, dass quasi dem Unternehmer quasi hohe Löhne letztendlich vorgeschrieben werden, ja, weil das bei der Gemeinwohlbilanz dann positiven Aspekt hat. Dadurch ist dann der Unternehmer, der also sozusagen dann hohe Löhne vorgeschrieben hat, nicht konkurrenzfähig gegenüber denen, die marktgerechte Löhne zahlen, also so niedrig wie möglich sozusagen. Dann werden diese Unternehmen kaputt gehen, weil sie die Gemeinwohlbilanz gemacht haben, wenn sie es überhaupt dann ernst befolgen würden, ja. Und das Felber erkennt ja schon, dass das dann auch staatlich nachgeprüft werden müsse und die Gemeinwohlbilanz staatlich verankert sein sollte. Aber das würde dann die Unternehmen quasi verurteilen dazu, nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein, auch mit dem Weltmarkt nicht mehr konkurrieren zu können. Und dann müssen die schließen und überleben tun nur Unternehmen, die eben nicht so eine Gemeinwohlbilanz haben. Und die sind dann wahrscheinlich im Ausland und dann geht die deutsche Wirtschaft oder die europäische Wirtschaft kaputt. Fertig aus. Ja. Und dann der nächste Fehler, also Felber sagt, also die Gleichbezahlung erwähnt er immer wieder. Das bedeutet, also hier ist ein Unternehmen, das also sozusagen Männer und Frauen gleich bezahlt, trotz des
riesigen Risikos, dass die Frau schwanger wird und alle Investitionen in ihre Weiterbildung und Einarbeitung und Ausbildung und so weiter sich dann als nutzlos erweisen und als Verlust erweisen, und trotzdem soll trotz dieses erheblichen Risikos soll sozusagen der Unternehmer die Frauen und Männer gleich bezahlen. Dadurch wird er finanziell geschwächt, das Unternehmen, und geht tendenziell pleite, während der Unternehmer der Frauen und Männer ganz bewusst ungleich bezahlt, wegen des Risikos der Schwangerschaft sozusagen und der dadurch potenziellen geringeren finanziellen Möglichkeiten sozusagen. Der wird überleben sozusagen. Und dann möglicherweise werden wieder nur die Firmen im Ausland überleben und die europäischen Firmen gehen durch den Segen der Felberschen Gemeinwohlbilanz kaputt. Ne? Das könnte alles Effizienzbeschädigung der Wirtschaft Europas sein. Ja? Die Lösung übrigens haben ja die zweiten Scientists for Future 2. 2. Scientists for Future 2, also die Unterabteilung des World Council of Wise People. Und die gehen ja so vor, dass sie also sagen, alle Frauen werden ab der Sekunde der Geburt vom Staat her steuerfrei gestellt. Der Unternehmer kriegt sofort sozusagen staatliche Hilfen dafür, damit er die Dinge, dass die Frau ab und zu am Arbeitsplatz ihr Baby stillt, dass der Betriebskindergarten wird auf Staatskosten eingerichtet, die Kindersekretärin wird sowieso vom Staat bezahlt, die Mutter sich ausgesucht hat. Und dann arbeitet die Mutter mit dem Baby als stillende Mutter mit dem Baby einfach weiter im Betrieb, und alle finanziellen Verluste, durch das Stillen und so mit dem Baby abgelenkt ist, all das wird finanziell ausgeglichen für den Unternehmer. Und dann, wenn das dann der Fall ist, können natürlich Frauen und Männer immer grundsätzlich gleich bezahlt werden, weil dann ist es ja so, hier wieder Beispiel, dann ist es ja so, dass eben, wenn hier der Staat sozusagen all die möglichen Verluste durch das Schwangerwerden und das Kinderkriegen sozusagen verhindert, dann kann natürlich auch jeder Unternehmer gerne Frauen und Männer absolut gleich bezahlen, eben weil der Staat für dieses Risiko Kinderkriegen die finanzielle Ausgleichszahlung macht, und dann ist dieses Thema vom Tisch. Ja? Aber wie gesagt, Felbers Gemeinwohlökonomie würde die Zerstörung von allem bedeuten. Ne? Und warum ist Felber so beliebt, obwohl er doch eigentlich alles falsch macht? Er ist eben deswegen so beliebt, weil eben alle möglichen Arten von Träumern, von romantischen Träumern, Tierschutzträumern, weltweite Gerechtigkeitsträumern, Gleichbezahlung von Frauen und Männern und also all Demokratieträumern, Demokratie auch im Betrieb Träumern und so weiter, allen romantischen Träumereien unserer linksextremistischen Träumersekte sozusagen, verfassungsfeindlichen Träumersekte teilweise, all diesen Träumereien kommt er entgegen, also daher ist er beliebt, eben weil er auf die Unfähigsten der Gesellschaft und die Unwissendsten und Inkompetentesten der Gesellschaft, weil er denen extrem entgegenkommt. Aber das dürfen wir doch nicht zu einem ernsthaften Thema in der Gesellschaft machen, ne? Ja.
Ja, und vor allem dann sagt er noch etwas, der sagt, die soziale Marktwirtschaft wäre ja schon recht gut gewesen. Das zeigt, dass er überhaupt kein naturwissenschaftliches Urteilsvermögen hat. Auch in den besten Zeiten war die soziale Marktwirtschaft ein System, das uns alle krank und unglücklich macht. Ja, nur das eine Beispiel der Ernährung, ja. Hier ist der Händler, der also sagt, ich verkaufe grundsätzlich in meinen Läden nur gesundes, kerngesundes, naturbelassenes Gemüse und Obst und Pflanzen und so weiter. Und da ist der andere Händler, der sagt, nein, ist doch genauso gesund, wenn ich die Sachen spritzen lasse von Anfang an, Glyphosat, Pestizide, Fungizide, dann billige Streckmittel wie Zucker oder sogar noch billiger und noch schädlicher Süßstoffe. Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Chemikalienart, zu viel Salz, zu viel Zucker, alles. Ja, und dann mache ich dann so einen Chemiecocktail und das ist genauso gesund und der hat eine höhere Gewinnspanne, verdient am Ende mehr, kann den auskonkurrieren und zur Pleite zwingen. Also es setzt sich immer das, was den Bürgern schädigt, setzt sich in der sozialen Marktwirtschaft durch. Und das war auch schon zu den allerbesten Zeiten der sozialen Marktwirtschaft so. Also da zeigt Felber wieder sein getrübtes Urteilsvermögen. Es fehlt ihm einfach die na neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre. Und damit fehlt ihm alles Entscheidende. Ja, also hier diese soziale, freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall ist in keiner Variante nicht schädlich, sondern sie ist immer schädlich. Gerechtigkeit, ja. Nico Pech. Das ist der Vertreter, Hauptvertreter der Postwachstumsökonomie. Und er ist immerhin an einem Punkt ist er ehrlich. In den letzten 40 Jahren haben wir nichts erreicht. Damit sagt er das, was ich auch nur bestätigen kann. All diese ganzen Gutmenschentumsträumerbewegungen der letzten 40 Jahre, alle Demonstrationen, alles Theater war alles nur Zeitvergeudung. Das war alles unsinniges Zeug. Die zweiten Scientists for Future 2 sind dadurch weder inspiriert worden, sondern es ist einfach nur, dass die ernsthaften Leute eher davon gestört wurden durch all diesen Wirbel der Träumer. Die von nichts eine Ahnung haben. Jeder, der von nichts eine Ahnung hat, macht heute eine Demo und so weiter, ja. Und ja, das ist alles nur Ablenkung von der ernsthaften Arbeit, endlich die richtige Welt zu erforschen, ja. So, Gerechtigkeit mit der dritten Welt ist auch wieder, Nico Pech will also auch Gerechtigkeit mit der dritten Welt, da ist er so ähnlich träumerisch wie Christian Felber. Das ist eine Illusion, ja, weil ja niemand Gerechtigkeit mit der dritten Welt, so ist der Mensch nicht. Der Mensch ist anders, ja. Der Mensch ist ein Lebewesen, das nur seine Nahwelt kennt und für den ist das Wir gerade mal allerhöchstens sein eigener Staat, weswegen es nötig wäre, schleunigst die United States of Northern Europe wirklich als Staat zu machen, ja, mit dem Euro, also dem Northern Euro, mit dem Northern Euro. Und alles andere wird dann nicht mehr als wir erlebt und ist dann eher die Außengruppe sozusagen. Und da jetzt moralisch zu fordern, dass also Europa für den Rest der Welt abgeben sollte und sich und auch Sachen opfern sollte, das sind Dinge, die werden einfach nicht kommen, weil der Mensch so ist. Das Einzige, was helfen könnte beim Klimathema, ist ja, habe ich ja schon gesagt, ein weltweit identisch in jedem Land der Erde die gleichen, exakten Kontrollen des CO2-Ausstoßes und
für jedes Land der Erde, in jedem Land der Erde exakt der gleiche Preis. Dann würden die erste Welt sagen, USA, der Herr Trump würde sagen, ja okay, wenn sich dadurch ja überhaupt nichts in der Weltsituation verschiebt und wir immer noch die führende Nation bleiben, dann können wir das gerne machen, ein weltweiter Preis. Aber da möchte ich jetzt mal die dritte Weltländer sehen, ob die bereit sind, das zu zahlen. Ja? Und auf die kommt es jetzt nämlich drauf an. Wenn die das nämlich anbieten würden, dann würde Trump sicherlich nicht Nein sagen. Aber diese Forderung quasi, die erste Welt soll jetzt einen hohen Preis zahlen und die dritte Welt gar keinen Preis zahlen, das wird niemals, der durchschnittliche Amerikaner wird dem nie zustimmen. Ja? Und das weiß ja Trump auch. Ja, ja. Und dann, Nico Pech will ja letztendlich erreichen, Nico Pech appelliert, buddhistisch anmutend und so weiter, sein Buchpartner ist wohl Buddhist und so weiter, appelliert also, einfach die Konsumsucht sein zu lassen. Er appelliert in Richtung Genügsamkeit. Aber er versteht nicht, dass Sucht anders ist. Also Sucht ist anders, lieber Herr Professor Nico Pech. Die soziale Marktwirtschaft hat 400.000 Jahre alles dafür getan, alle jeden Tag noch konsumsüchtiger zu machen. Und Sie meinen, jetzt reicht so ein Appell, würde irgendwie nennenswerte Massen erreichen können. Das ist unwahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich, dass die milliardenschwere Werbeaufwendungen und die gesamten Gehirnwäschen der Konsumsucht erzeugenden freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, dass die Oberhand immer behalten wird und deswegen die Genügsamkeit nicht kommen wird, ja? Sondern eine ständig, stetig weiter wachsende Konsumsucht, es sei denn, wir beenden gemeinsam mit den zweiten Scientists for Future 2 hier, mit der Unterabteilung vom World Council of Wise People, mit diesen Professoren zusammen, endlich die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, und stoppen damit deren Schädlichkeit. Ja, wo ist der Fehler? Also noch einmal ganz kurz, Konsumsuchterzeugung ganz kurz. Dieser Händler sagt, ah, ist ja toll, dass ihr alle so in euren Kommunen schmust und sich alle lieb haben und so weiter. Ja, und die Leute kaufen ihm deswegen auch nichts ab, weil sie leben einfach ihr Liebesleben weiter und sind glücklich und brauchen kaum Produkte. Er kann nur ganz wenig verkaufen sozusagen, er macht nicht viel Umsatz, nicht viel Gewinn. Und kann höchstens immer nur ein Kind ernähren. So. Und jetzt dann kommt der andere Händler, der hat einen Irrtumsgedanken und er sagt, ach, dieses ganze Geschmuse in den Kommunen, dieser ganze Sex, das ist ja unschicklich. Und die Mütter, die ihre Kinder viele Jahre lang stillen und am ganzen Körper nackt abschlecken, auch an den Genitalien. Ach, wie unkeusch, wie unmoralisch, eklig und so weiter. Alles sozusagen widerlich, eklig und unkeusch und unmoralisch und so weiter. Und dass der Händler, der solche Botschaften immer wieder verbreiten lässt in die gesamte Gesellschaft, in die Kommunen hinein, der wird immer mehr verkaufen, weil die Leute werden jetzt glücksreduziert. Und wenn man glücksreduziert ist, sozusagen Nico Pech hat das offensichtlich noch nie erlebt, wenn man glücksreduziert ist, ja, dann wird man willensschwach und dann kauft man sich irgendetwas und viele Menschen sind dann regelrecht kaufsüchtig, konsumsüchtig. Und man stopft sich irgendein Trösterchen rein und so weiter und schon ist wieder maximaler Konsum da sozusagen. Und das ist ja die Mechanik der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall. Nimm den Menschen das Lebensglück weg und gib ihnen den Ersatzbefriedigungssucht, den Suchtkonsum sozusagen. Ja, also ich glaube,
dass Nico Pech einfach keine Ahnung dafür hat, dass wir davon hat, dass wir eine Suchtgesellschaft sind, eine Konsumsuchtgesellschaft ist, haben, und dass da leider der Appell, ja, er soll ruhig appellieren, ja, oder wenn er wenigstens ein paar Leute dazu bewegt, dass sie wirklich den genügsamen Lebensstil schaffen, dann ist es ja gut, aber ich zweifle, dass das eine Lösung für die ganze Welt ist. Dass die Wirkung, glaube ich, die werden wir so im wie heißt das, ein Mini-Tröpfchen auf den heißen Stein, das wird der Einfluss von Professor Nico Pech auf die Welt sein, ja. Ja, sozusagen, ja, nochmal zur Gerechtigkeitsforderung gegenüber der Dritten Welt von Professor Nico Pech. Also hier der Staat, der darauf hört und jetzt sagt, ja, wir schwächen unsere eigene Volkswirtschaft und erlegen unserer Volkswirtschaft einen ganz hohen CO2-Preis auf, während die Dritte Welt gar keinen CO2-Preis bezahlt. Dadurch wird dieser Staat wirtschaftlich geschwächt, Europa würde ruiniert werden und kaputt gehen und die Menschen müssten in Europa dann von 1 Euro am Tag leben, viel Spaß dabei sozusagen, während der Staat, der sagt, ich schließe mich nur einer weltweiten absoluten gleichen Preis für jeden auf der gesamten Erde, da bin ich bereit. Diesen Deal kann ich mit eingehen, ja, das betrifft uns alle gleich, das verändert nichts in der Weltsituation und der wird seine Wirtschaft erhalten und der wird überleben und das wird das Trumpsche Amerika sein, während das Europa kaputt geht, ne? Ja, also von daher ist auch natürlich Professor Nico Pech sozusagen, würde natürlich auch Europa dem Niedergang zuführen, ja, und am Ende ist das alles, was Professor Pech macht, die Vergeudung wertvoller Zeit. Ja, so viel für jetzt. Tschüssi.